Am 23. September 2023 traf sich die elektrische Community in Hamm und stellte einen Weltrekord auf. Hey, servus, nice to see you. Nice to see you. Ja, wir sind servus. Heute in Hamm bei der elektrischen Community. Samstag, der 23.09. und haben einen Riesenspaß hier. Es ist früh am Morgen und schon richtig voll. Absolut, ja. Wir machen euch mal gleich einen Rundblick über den Platz, damit ihr mal seht, wie viele Menschen hier sind. Ja, drum bleibt dabei, wir werden interessant berichten. Genau, und wir haben schon ganz viele nette Leute kennengelernt und es war richtig toll. Das nächste Mal müsst ihr unbedingt dabei sein. Spaß ohne Abgas! Ja, der Moritz hier vom Kanal Mosch, der lässt hier die Drohne fliegen. Der ist technisch ganz weit vorne dran. Und? Touchdown! So einfach geht das. Moritz fliegt ja normalerweise Boeing 747. Oder A380. A380 heute drin. Ich wechsle mich ab bei Lufthansa. Am Stand von Tesla konnten auch die Kleinsten mal Tesla fahren. Heute Morgen sind schon super viele Leute da. Auch Alex vom Kanal Elektrisiert ist hier. Hinter Alex leuchten die grünen Farben von Nico Pliquets Stand To Be Fair Shop for Tesla, dem Hauptsponsor des Events. Dieses Video wird durch Shop for Tesla gesponsert, der Tesla-Shop für nachhaltiges Zubehör. Mit dem Gutscheincode Spaß ohne Abgas, den ihr unter dem Video findet, erhaltet ihr 5% Rabatt und unterstützt uns auf unserem Kanal. Im Zelt halten über den Tag verteilt viele interessante YouTuber Vorträge rund um das Thema Elektromobilität. Hier stehen die Messepavillons des Tesla Owners Club Deutschland und der Schweiz, sowie von Electrified Women. Car-Maniac Chris Carazzoni war mit seinem roten Brabus Mercedes gekommen und wurde permanent von Menschentrauben umzingelt. Auch Alex vom YouTube-Kanal Elektrisiert, der mit seinem weißen Model S Plaid anreiste, stand seinen Zuschauern jederzeit gerne Rede und Antwort. Während der einzelnen Vorträge war das Zelt immer voll bis zum letzten Platz. Hier mal ein Blick über die Reihen. Das Interesse der Besucher war wirklich sehr groß. Ja, wir sind hier beim Stand von Electric Shoppers angekommen und sind ziemlich begeistert, weil wir sowas noch nicht gesehen haben. Wenn du mal erzählen magst, oder wenn ihr beide mal erzählen mögt, woher ihr kommt und wie diese Marke entstanden ist. Das finde ich total spannend. Also wir kommen hier aus Hamm, wo wir auch gerade sind. Und wir importieren diese Elektroshopper, wir lagern die dann ein und verkaufen die weiter. Das sind 45er Roller quasi, werden mit einem Versicherungskennzeichen angemeldet, haben so 60, 70 Kilometer Reichweite und steigen so bei 2.000 € ein. Reichweite je nach Gewicht, ne? Also wenn ich mit meinem 45 Kilo fahre, komme ich wahrscheinlich weiter als du, ne? Kommt auch immer noch auf die Größe des Akkus dann noch an. Ja. Kommt auf die Größe des Akkus an. Ja, wir haben auch Modelle, die fahren 100. Bis zu 100 Kilometer. Genau. Ja, was ein Riesenargument ist, was man sich überlegen muss. Viele Menschen kaufen sich momentan E-Bikes und investieren da ab 5.000 € aufwärts. Ihr werdet es nicht glauben, der Shopper, der hier neben steht, der fängt bei unter 3.000 an. Und das ist natürlich ein Preis, der absolut super ist und mich wirklich überrascht hat. Und man kann ihn mit einem normalen Autoführerschein fahren. Also ihr braucht keinen Motorradführerschein, sondern könnt ganz normal mit eurem Autoführerschein so ein Fahrzeug erwerben und Spaß damit haben. Oder ein Rollerführerschein würde auch gehen. Ein Rollerführerschein geht auch. Ja. Ab 16 hat ab 16. Vorhin ein Kollege gesagt. Ein Motorführerschein reicht nicht, muss schon ein Rollerführerschein sein. Ja, wir erzählen das unseren Kindern nicht, die wollen gleich eins haben, aber ihr könnt das ja machen. Aber schon, was hast du über das Tempo gesagt? Ja, 45 km/h. Genau. Die werden als 45er angemeldet. Mhm. Genau. Ja, ist auch völlig ausreichend, super. Ja, für den Stadtverkehr ist das perfekt. Super. Gut, du machst keine Touren durch ganz Deutschland damit. Nee, aber dein Kollege vorhin hat gesagt, der hier hat sogar eine Reichweite von 100 Kilometern etwa, ne? Ja. Was ja echt weit ist. Auf jeden Fall. Und der kleinere hier, der, bei was fängt er an? Bei also der kostet heute hier 1.890. 1.890? Ja.
Oh, da muss ich mich korrigieren. Ich habe gesagt, fängt unter 3.000 an, fängt unter 2.000 an. Der Standardpreis liegt bei 2.100 Euro. Genau. Mhm. Jetzt haben wir gerade einen Messerabatt. Ja, Sparschweinschlachten herkommen. Super. Dann Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke. Viel Erfolg weiterhin danke mit eurem Ladies First. Dankeschön. Danke. Wie lange macht ihr das jetzt schon? Seit kurzem erst. Also ja. Dieses Jahr. Sagen. Aber bis die Internetseite stand, ist dauert natürlich ein bisschen. Ich musste mich da auch ein bisschen reinfuchsen erstmal. Ja, das alles kennen wir. Ja, dann seid ihr auch mit Herzblut dabei und das merkt man auch. Sehr gut. Dankeschön. Bitte schön. Viel Erfolg euch. Hier bekommt ihr einen ersten Eindruck vom brandneuen BYD Seal. Er tritt als Rivale des Tesla Model 3 an und macht optisch sowie haptisch einen sehr guten Eindruck. Der Innenraum wirkt sehr gefällig und ist auch wirklich gut verarbeitet. Hallo. So, für alle, die Ladeangst haben, kannst du ja auch einen Akku neben das Auto bauen. Juice hat das jetzt rausgebracht. Da fehlen auch die Räder. Ja, da fehlen nur die Räder. Ja, ja und schon geht's weiter, ne? Ja, ohne Mampf kein Kampf. Hier ist die Futtermeile. Euch mal an, wie sich die Halle hier gefüllt hat. Ich hoffe, dass wir einen vernünftigen Ton haben und ihr uns trotzdem gut hören könnt. Es hat sich richtig gefüllt. Leider regnet es draußen gerade. Ein kurzer Landschutt. Katrin, du kennst das ja, du kommst ja hier aus dem Münsterland. Ja, Münsteraner Landregen hätte ich ja fast gesagt. Es regnet so ganz feine Bindfäden, aber wird gleich wieder aufhören. Aber so haben wir zumindest den Vorteil, dass ihr mal sehen könnt, wie wahnsinnig viele Leute hier sind und dass das wirklich eine total gute Community ist mit guten Vibes und einer guten Stimmung. Und eine tolle Location, muss man sagen. Das ist wirklich eine tolle Location. Sehr schön. Wir drehen nochmal rum, das ist eine alte Zeche. Schaut mal, hier seht ihr das im Gesamtüberblick. Altes Zechengelände hier in Hamm. Und wir befinden uns gerade hier in diesem Gebäude. Ja, es war richtig was los und war ein richtig schöner Tag hier, oder? Muss man auch sagen. Ja, es war ein total schöner Tag, hat riesen Spaß gemacht. Wir haben unheimlich nette Gespräche wieder gehabt. Wir danken euch auf jeden Fall, dass ihr unser Video angeschaut habt. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen den Spaß vermitteln und die Freude, die wir hier hatten. Wenn ihr noch kein Elektroauto habt, macht euch wirklich Gedanken. Das ist eine coole Community. Das sind wirklich Leute, die miteinander etwas bewegen wollen, die sich Gedanken machen, wie kann man zukunftssicher trotzdem Auto fahren, ohne das Klima zu schädigen. Und das ist wirklich eine gute Family, die hier zusammen ist, mit wirklich guten Connections und guten Vibes, die man hier gespürt hat. Ich bin gespannt. Ich auch. Wie ein Flitzebogen. 5, 4, 3, 2, 1. Uah. Wie geil.
geil ist das denn, oder? Böp. Ja, Böp. Hier schon fertig. Jetzt macht das. Geil, oder? So geil! Werdet gerne ein Teil davon, wenn ihr dieses Mal nicht dabei sein konntet, dann kommt gerne im nächsten Jahr dazu. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dann. Wir sehen uns dann bald wieder, wenn es denn dann wieder heißt. Spaß ohne Abgas. So schaut's aus. Bis dann, macht's gut. Ciao.